So, jetzt kommt das zweite Thema. Wie unsere Lebensenergie zu verstärken. Ne? Wir haben Methode, das Qi zu schonen, bewahren. Wir sollen auch eine Methode, die Energie noch zu verstärken, damit wir unser Lebenslauf so umgekehrt zurückkehren. Ne? Ich habe eben auch die Geschichte erzählt. Die Oma von außen sieht der Junge als die Enkelkinder. Das ist nicht ein Märchen, sondern auch in Berlin, wir haben auch passiert. Ne, weil früher haben wir eine Tiengong-Familie so. Die ganze Familie hat Tiengong gelernt. Aber die Papa-Mama hatte mehr Zeit, jeden Tag Übung. Aber die Kinder, immer jeden Tag sehr viele beschäftigen, keine Zeit für Übung. Ne? Dann in ein paar Jahren sieht man, ja, die Papa mit der großen Tochter zusammen, sieht man ähnliche Art. Ne? Und dann wir haben zu dieser Tochter gesagt, wenn du nicht fleißig für deine Energie arbeiten, dann in ein paar Jahren, du wirst älter als dein Vater. Aber jetzt sieht man wie Geschwister. Ne? Ja, das haben bei uns auch viele so. Ne? Solche Erfahrungen, die Menschen durch die Qigong üben. Ne? Und jetzt möchte ich noch einmal tiefer erzählen über das Thema. No. Wir haben eben erzählt, normalerweise Menschen, die sind durch den Mund, durch Atmen die Energie bekommen. No? Und im Alltag, wenn die Leute Qigong-Übung machen, dann die alle Punkte, die nehmen die Energie von Natur auf. Wenn wir keine Qigong-Übung machen, meistens nur durch Mund und Nase Energie aufzunehmen. Das für jetzige Menschen ist nicht genug. Warum? Die Nahrungsmittel nicht gesund, diese Luft ist auch nicht sauber. Ne? Da hat jetzige Menschen, wir gucken mal, unsere Materie immer mehr, aber die Menschen können nicht unser Leben auch zu verlangen. Ne? Aber bei Wissenschaft sagt eigentlich die Menschen, wie viele Jahre leben können? 120. Aber auf die Werte, wie viele Personen 120 Jahre leben können? Sehr wenig. Ne? Sehr wenig. Warum nicht? Weil unser Leben zu viel Energie gekostet hat, zu viel Stress, Druck, Lebensmittel nicht gesund, ne? Luft nicht sauber, damit wir nicht 120 Jahre, auch nicht 100 Jahre leben können. Das ist so schade. Ne? Durch die Qigong-Übung können wir gut zu ergänzen. Ja. Aber wichtig auch, Tiengong gibt es noch Methode. Ne? Und noch besser als eben die Qishonen. Ja. Nicht nur Nien Qi tanken, sondern diese Nahrungsmittel, diese oder Luft, diese Form sollen verändern. Was bedeutet zum Beispiel, wir essen, normale Menschen, wir essen irdische Nahrungsmittel. Na, gibt es auch himmlische Nahrungsmittel? Ja oder nein? Ja. 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 Nein. Ne? Gibt es himmlische Nahrungsmittel? Wir gucken mal, Bibel. Ne? Jesus hat damals 40 Tage nicht gegessen. Er hat nicht gegessen. Was von unseren Menschen denken, er hat nicht gegessen. Aber er sagt, ich habe gegessen. Von meinem Himmelvater gegeben habe. Stimmt? Ne? Das bedeutet, Himmel gibt es auch Nahrungsmittel. Ja. Nur leider, die Menschen, wir haben keine Weisheitsaugen. Ne? Und die Menschen, unsere Weisheit ist sehr beschränkt. Wir wissen nur sichtbare Sachen. Die unsichtbar, wir können nicht zu sehen. Wir finden auch nicht. Aber in Art China hat eine Methode, heißt Bigu. Ne? Ja. Gu ist Getreide, erdische Nahrungsmittel. Bi bedeutet vermeiden. Ne? Wenn wir zusammen, dann sagen wir, ich darf diese erdische Nahrungsmittel nicht nehmen. Die gibt es noch zwei Worte. Bi, Gu. Eigentlich die ist vier Worte zusammen.
heißt Bigufuqi. Ja. So zusammen, dann sind wir klar. Wir vermeiden die irdischen Lebensmittel. Fu ist, bedeutet Ernährung. Qi ist Himmel, ist Energie. Ne? Wenn Bigufuqi zusammen bedeutet, ist, wir ernähren die Energie vom Himmel, damit wir die irdischen Nahrungsmittel zu vermeiden. Was alles kommt aus Himmel, ist, ist viel sauber. Die Licht, ne? Sauber, schöne, gesunde als von Erde. Und diese Bigu in China hat schon auch mindestens 6000 Jahre. Auf diesen Büchern stehen die Bigu-Meister, die heißt Zi Song Zi. Er lebt vor 6000 Jahren. Ne? Wir können uns vorstellen, damalige Menschen, die ernähren wie Jesus vom Himmel. Die brauchen nicht irdische Nahrungsmittel. Ne? Und dieses Buch von Innere Medizin von Gelbe Kaiser. Hat jemand schon mal gelesen, geguckt? Diese Buch hat schon auch deutsche Verfassung so, schon übersetzt. Wenn jemand, die innere Medizin von Gelb Kaiser, ne? Dieses Buch ist sehr interessant, sehr viele Weisheit drin. Und diese hat von, die Gelb Kaiser lebt vor 5000 Jahren. Ne? Über viele medizinische Sachen damals. Ne? Und dieser Bigu-Meister heißt Zi Song Zi. Er ist der Meister von Gelb Kaiser. Dieser Bigu-Meister, ne? Die erste Bigu-Meister auf chinesische Geschichte, die beschrieben hat, ne? Die heißt Zi Song Zi. Er ist der Meister von dieser Gelb Kaiser. Die Gelb Kaiser hat chinesische Medizin dieses Buch geschrieben. Ne, dieses Wissen kommt aus ihm. Wenn jemand chinesische Medizin lernt, die müssen diese Gelb Kaiser dieses Buch zu lesen. Ja. Deswegen diese Bigu-Methode in China ist schon sehr, sehr alt. Gibt es auch viele Kaiser. Ne, die Kaiser haben alles. Nur einziger Wunsch ist, Leben zu verlangen. Stimmt, ne? Viele Geld, viel Schmuck, viele Jade, viele Frauen. Ja, er hatte alles, nur fährt Leben zu verlieren. Die möchten immer so lange leben, damit alle Besitzer immer beherrschen. Ne? Die viele Kaiser so. Deswegen auch viele Kaiser lernen die Qigong, lernen Bigu, um die Leben zu verlangen. Ne? Und Bigu ist, wenn jemand Leben zu verlangen, zwei Wege müssen wir immer lernen. Einer heißt der Bigu, weil die irdische Nahrungsmittel hat viele negative Sachen. Wir brauchen Energie, aber wenn wir unsere Lebensenergie nur abhängig von den irdischen Nahrungsmitteln, dann können wir nicht lange leben, ne? Weil wir brauchen Energie. Aber durch diese Nahrungsmittel, viele sind krank geworden. Ne? Warum? Weil innere nicht sauber, nicht ganz gesund. Durch den Mund, wir sind auch krank geworden. Deswegen, wir brauchen einen anderen Weg, die saubere, gesunde, herre, gute Energie, damit wir selbst Energie bekommen können, aber nicht Krankheit bringen. Das ist himmlische Nahrungsmittel statt irdische Nahrungsmittel. Ne? Sondern auch andere einen Weg, anderer Zugang zum Himmel. Das heißt Bigu. Ja. Bigu ist nicht wie Fasten. Fasten ist, ich habe einen Plan, ne? Und trinken ist jeden Tag mit Zwang nicht zu essen. Bigu bedeutet, ich ernähre von himmlischer Energie. Wenn ich Energie genug esse, brauche ich keine irdischen Nahrungsmittel mehr. Ne? Das bedeutet, himmlische Nahrungsmittel statt irdische Nahrungsmittel. Das ist eine mögliche. Ja, nicht, das ist eine, weil die Geschichte hat schon über 6000 Jahre. In Indien hat auch, die heißt Prana, ne? Ja, kommt aus Australien, dieser Jasmin,
die heißt Lichternahrung. Eigentlich ist es ähnlich, nur verschiedene Namen. Und in diesem Jahr, September, wollen alle Filme im Kino spielen. Weiß nicht, vielleicht Anfang in München so. Und die Filme aus Österreich und über diese Menschen, die nicht Essen brauchen. Die Filme hatte die eine Indien, ein heiliger Mann, er hat 72 Jahre nicht gegessen. Haben gehört? Mhm. Nicht gegessen, nicht getrunken. Ja. Auch über die Lichternahrung, auch über Tiangong, diese Biku. Ja. Die Journalistin war bei uns fast, ich denke, vor 2 Jahren, ne, auch im Mai, hat unsere Gruppe gedreht, die Teilnehmer. Ne? Ja, Doris war auch dabei. Ne? Auch eine Freundin von Doris, ja. Die hatte Diabetes. Ja. Ne? Ja. Du erzähl mal so ihre Erfahrung. Ne? Ja, sie war am ersten oder zweiten Tag, sie war sehr aufgeschlossen und dann hatte sie sehr gute Werte. Ist dann nachher aber nicht so oft hierher gekommen und es hat sich gebessert, aber es ist noch nicht ganz weg. Mhm. Sie soll auch noch weiter ja. Üben. Ne? Aber damals, nach dieser Biku, eine Übertragung von Tiangong, sie früher immer jeden Tag 6 Mal ne? Ja. Spritzen. 2 Tage brauchen nur einmal Spritzen. Mhm. Wenn sie fleißig kommen, Übung machen, wird noch besser. Kann alle, ja, solche Sachen so, brauchen nicht keine Tabletten mehr. Und ne, Biku ist sehr gut für alle chronischen Krankheiten. Ne? Weil wir Menschen machen immer jeden Tag duschen, baden, nur oberflächlich. Biku ist grundlegend für innere Körper zum Duschen, Baden. Na, negativ, weil wir nicht neue Sachen gegessen, also Körperinnere nur Energie, dann die negative Sache reicht zum Entgiften. Na, wir sind jeden Tag durch viele Sachen vergiftet. Na, diese Sachen sollen wir vom Körper raus. Dann Biku ist die beste grundlegende Methode. Und die andere Seite ist bei der Biku, wir sagen, Biku ist ein Zustand. Ja, was ist ein Zustand? Zum Beispiel Menschen tagsüber ist ein Zustand. Kopf wach, wir denken, wir haben Hunger, wir sind fit, aber in der Nacht, wir sind bei anderen Zustand. Stimmt? Wir schlafen, Kopf nicht denken, wir sind müde, schwach, auf dem Berg liegen, weiß nicht mehr, was passiert. Das ist ein anderer Zustand. Biku ist ein besonderer Zustand. Qigong ist auch ein Zustand. Bei Qigong-Zustand, wie ich eben erzählt, Energie verbrauchen ins Minimum kommen. Aber Energie tanken ist mehr als wir bei normalen Zustand, bei dem Wachzustand. Ne? Biku noch ein spezieller Zustand, weil bei diesem Zustand die Menschen den ganzen Tag leben wie diese Qigong-Übung-Zustand. Die alle Punkte öffnen, die nehmen die Energie rein vom Universum. Deswegen die Biku-Leute, die bekommen mehr Energie als normale Menschen. Und dann auch Körperenergie verbrauchen. Wir brauchen nicht Essen mehr oder essen nur ein bisschen weniger Gemüse, Nüsse oder Obst. Diese solche Sachen reicht zu verdauen. Ein bisschen gegessen, dann bin ich satt. Ne? Das bedeutet auch, wir brauchen nicht Energie verbrauchen, zu verdauen. Die andere Seite bekommen viel mehr Energie rein. Deswegen Biku-Leute ne, auch reicht jünger bleiben. Ist gesund, auch jünger. Ne? Und über Biku-Thema, wir haben eine Broschüre ganz genau geschrieben. Ne? Welche Themen aufpassen sollen und was bedeutet, warum wir Menschen jeden Jahr besser 3 bis 4 Mal Biku machen sollen, ne, zum Entgiftung. Ja. Und welche Themen aufpassen, haben wir diese Broschüre, wir können annehmen, ja, und gucken so. Die zweite Thema, das ist Biku, über die Nahrungsmittel, über die Verdauung, ne. Die zweite Thema sollen wir über Biqi. Ja.
Wir sagen Bi Qi. Oder haben wir anderen Namen, heißt himmlische Atmen. Na, himmlische Atmen. Wir jeden Tag, wir brauchen Atmen. Atmen rein, Atmen raus. Aber wegen der verschmutzten Luft, wir sind einatmen, auch viele negativ reinkommen. Na, das schadet unser ganz dieses Atmensystem. Und wie können wir dieses Thema vermeiden? Aber wir dürfen nicht ohne atmen. Da kann auch nicht leben. Ne? Und bei diesem Thema Tiengong heißt ein himmlisches Atmen. Was bedeutet himmlisches Atmen? Das Bedeutung ist, wir nicht atmen nur durch Nase, sondern durch Körperpolen, Akupunkturpunkte, durch unsere Meridianen. Das ist auch eine schwer vorstellbar ist. Ne? Aber ich mache. Ich kann selber Fuß- und Wechselmassage. Es ist empfohlen, dass man die immer macht, damit die Energiepunkte im Körper offen sind und man mehr Lichtenergie aufnehmen kann. Das nicht nur durch Massage schaffen. Massage ist zum Beispiel wie eine Qigong-Blockade. Das hilft uns. Wenn wir hier Blockade haben, das kann auch helfen. Aber trotzdem, das nur durch eigene Energie nicht genug. Ne? Diese Punkte darf man auch nicht immer offen, wenn ich außer schlechte Energie habe, die müssen auch zu. Das Massage ist, kann nicht so viele Sachen schaffen. Danach, wenn wir jetzt die anderen Themen erfahren, dann wissen Sie mehr zu erfahren. Ja? Die zweite Thema ist ne, über diese Atmen. Wenn jemand lange leben möchte, muss unbedingt diese Atmung verändern. Na, wir gucken mal die Menschen. Wir jede Minute, wie viel mal atmen. Wissen wir? 12, ein bisschen mehr. Ja, 16 bis ca. 18. So. Na, wie lange wir leben können? Als Wissenschaftler ist 120. Ne? Ja, wir können nicht schaffen, aber trotzdem, ich schreibe so 120 Jahre leben. Ne? Tiger, jede Minute, wie viele mal atmen? Schildkröte. Ja, Schildkröte. Schildkröte, fast jede Minute, 3 bis 5 Mal atmen. Viele langsame Atmen. Eine Geschichte war nur in China bei dieser Kriegszeit, auch für Hungerzeit damals. Ne? Und ein junges Paar, die hatte ein Mädchen. Wegen dem Krieg, die ganze Familie, die so geflüchtet zu den anderen Orten. Ne? Aber bei diesem Weg war so hart. Die junge Paar kann diese Kinder nicht mitnehmen. Dann, was haben sie gemacht? Sie hatten diese Mädchen in eine Höhle, so, ne? Berghöhle, dort für die Menschen, Gräber und so, ne? Hat dort hinterlassen, für sie einen Monat Nahrungsmittel dort gegeben. Dann die beiden sind weg, in 2, 3 Jahren, Krieg vorbei, die kommen zurück. Die möchten das Mädchen Gräschen zu graben. Das stimmt, 2, 3 Jahre. Sie war schon gestorben. Ne? Aber als dieser Paar zurückgekommen, sie war sehr erstaunt. Warum? Weil das Mädchen lebt noch. 2 Jahre, sie hatte nicht gegessen, aber trotzdem, sie lebt noch. Warum? Weil zum Glück, als die Eltern weg waren, diese Mädchen lebt in dieser Höhle. Und dort hat eine Schildkröte. Die Schildkröte essen sehr wenig. Stimmt? Manchmal sie brauchen nicht essen. Aber sie langsam atmen. Ne? Das Mädchen, als die alle Lebensmittel gegessen haben, hat und die hatte keine mehr. Die sitzen da, die hat das Schildkröte beobachtet. Dann hat er nachgemacht. Dann die Kinder hatten überleben. Ne?
Und die Geschichte, ja, in China früher auch, diese Qigong, früher hatte andere Namen, heißt nicht Qigong, sondern heißt Schildkrötenatmen. Ne? Die Menschen lernen vom Tiger. Tiger von mancher Seite hat eine spezielle Methode, die Menschen nicht haben. Dann die Menschen lernen vom Tiger. Ne? Die Schildkröte hat langsam einatmen, langsam ausatmen. Die bewegen auch sehr langsam. Wenig Energie wir brauchen. Ne? Dann, wie lange sie leben können? 400, mindestens 200. Ne? 200 gibt es auch manche Schildkröte, 1000 Jahre leben. Ja. Gut. Dann fragen wir, wie uns diese Tiere, die Hund. Hunde atmen jede Minute 45 Mal. Wir beobachten Hunde, kurz atmen, schnell atmen, ne? Wie lange sie leben können. Ja, 14, 16, 18, das ist schon sehr alt. Ne? Dann wissen wir so, kurz, lange atmen, lange leben. Kurz atmen, kurz leben. Ne? Die Atmen spielt eine richtige Rolle. Ja. Aber wir dürfen nicht, das bringt nichts, ne? Mit dem Bewusstsein. Warum die Schildkröte lange leben kann? Nee, die langsam atmen kann. Eine ist nicht so viel Bewegung, langsam bewegen. Wenn wir schnell bewegen, dann atmen immer kürzer. Nach 100 Meter Jogging. Ja, schneller. Ne? Langsam Spaziergang reicht atmen. Herz auch. Und gibt es jetzt auch Atemtherapie? Haben gehört, ne? Atmen, verschiedene Atemmethoden. So. Die Atem spielt eine richtige Rolle. In Art China, die Menschen sehr beschäftigen mit den Punkten, mit den Meridianen. Ne? Warum? Wir haben eben gesagt, dieser Punkt ist Energieangang und Ausgang. Die Meridianen immer transportieren die Energie ganz Körper. Ne? Die Energie vom Punkt reinkommen, dann transportiert zum ganzen Körper, für Herz, für Blutgefäße, für Muskeln, für Organe, damit die Körper arbeiten können. Ne? Und gibt es Methode, dass die eigentlich die alle Punkte polen können, auch atmen. Die Meridiane kann auch atmen. Na, weil die ist auch Energiezugang zum Universum, nicht nur Nase, nur Mund. Alle Punkte kann auch Energie aufzunehmen. Das ist auch die Theorie, von diese holistische Theorie. Na, jetzt bei Homöopathie, ne, auch sehr Wissenschaftler, auch viel geforscht. Ja, das ist holistisch. Eigentlich die alle Polenpunkte kann Energie aufnehmen. Warum jetzige Menschen so viel essen müssen? Weil viele Punkte ist schon zu. Ne? Nicht so leicht öffnen, weil das braucht eine Technik, eine Methode, damit die alle Punkte nochmal arbeiten können. Und Tiengong, bei Tiengong heißt dieser Bikus, ne? Diese eben wie erzählt, Bigu. Bigu und Bichi, die alle gehören zu B-System. Ja. A-System ist mir, wie eben erzählt, Nierenübung, Blond-Glock-Übung, Herzübung, die alle Organeübung, himmlische Schwabeübung. Ne? Die hat mit Körperhaltung zu tun, hat Körperbewegung. Das heißt A-System, mehr für Körper. Aber B-System ist mehr für die Seele, auch mehr für die Menschen verborgene Fähigkeiten zu entwickeln. Wenn jemand diese Bi-Qi beherrscht, das ist eine sehr wunderbare Erfahrung, Erlebnis. Warum? Bei diesem, weil wie Bi-Gu auch, Bi-Gu ist für Verdauungssystem grundlegend entgiften. Ne? Mehr Qi zufügen. Bi-Qi ist für Nervensystem. Nee, Bi-Qi ist für Atemsystem. Zu
entgiften, ne? Und auch Qi zufügen. Wenn jemand bei Bi-Qi-Zustand spüren die wunderschönen Wohlgefühl. Ne? Weil einmal, wir gucken mal, ne, wenn wir nur durch Nase, Mund nur zwei, drei Lüsche Energie aufnehmen, wie viele ganze Körper, wie viele Punkte wir haben. Wie viele? Akupunkturpunkte? Ja. Wie viele Tage jedes Jahr haben, dann wie viele Punkte wir haben. Ne? Ja, wenn die alle Punkte Energie aufnehmen können, dann wie wunderschön ist. Ne? Und das heißt Bi-Qi. Ja, gibt es Tienko noch eine vermeiden? Das heißt Bi-Schlafen. Ne? Tienko machen viele. Ja, aber das bedeutet, die manche Leute sagen, ja, die meisten darf ich nicht essen, nicht atmen, nicht schlafen. Ne? Eigentlich das nicht, das ist eine gute Sache, sondern ein positiv, ein gutes, höheres Niveau statt die niedrige Niveau. Wenn Menschen nur irdische Nahrungsmittel nehmen, bringen wir viele Krankheit. Ne? Wenn wir vom Himmel gucken, die schöne Energie aufnehmen, dann viel gesünder. Wenn wir nicht nur durch die Nase atmen, sondern alle Poren atmen, alle Punkte atmen, dann so viel Energie einmal aufnehmen können. Ne? Wenn wir beschlafen, so dann noch schöner. Beschlafen ist für das ganze Nervensystem zu entgiften. Ja. Und ganz Tag so wach, so Freude, so bekommt nur Freude. Körper sehr viel Energie. Aber noch schwer zu erreichen. Ne? Wir machen immer Biku, jede Jahr war früher immer Biku-Kurs. Ne? Und Anfang war, als ich Anfang in Deutschland war, haben viele Leute so nicht verstanden, die kommen zu uns. Ne? Dann, wenn wir erzählen, die Menschen nicht essen, so, und die Leute haben Angst, auch die meisten. Ne? Und, aber jetzt kommen so viele Menschen, möchten Biku haben. Deswegen, wir haben jetzt eine Biku-CD von den Großmeistern. Ne? Dann, wenn wir zu Hause eine Biku-CD spielen, bekommen wir die Energie. Ja? Einmal Energieübertragung, ne? Müssen wir immer bezahlen, hinkommen. Wenn wir eine CD nach Hause, wie eine Meister nach Hause eingeladen, dann können wir immer jeden Tag so viel Zeit, wie wir wollen, zu spielen. Herz öffnen, bekommen die Energie. Ja, wir können zu Hause bei dem Meditieren, bei Qigong-Übung oder sitzen oder bei Schlafen, lassen die CD laufen, da bekommen die Energie. Wir können mal probieren. Ja. Auch sehr gute Biku-Energie ist sehr gut für Abnehmen. Ja. Und ja, dann heute, ich möchte, weil Biku, wir haben CD schon, ne? Ich möchte für uns alle Freunde eine Biku-Energie-Übertragung machen, wollen wir? Ja? Ne? Weil das ist noch wunderschönes. Danach ich erzähle, ne? Weil wir können vorstellen, Biku, das bedeutet auch, alle Poren Energie aufnehmen. Wenn wir starke Energie haben, ich brauche keine Essen mehr. Wenn wir starke Energie haben und alle Poren nehmen Energie, dann die Nase, die Atemsystem nicht so belastet. Ne? Energie ist durch die Poren schon genug. Dann die Nase atmen wird immer langsamer, feiner, weniger, dann durch andere Zugang Energie. Ne? Bei dieser Bi-Qi kann sein, was passiert. Die Leute, die Teilnehmer spüren die Nasenatmung immer langsamer, immer feiner, feiner. Wir sagen, in China hat das Sprichwort gesagt, wie Seide, so, so klein, so fein. Ne? Manchmal kann sein, passieren, keine Atmung mehr. Ja, bitte keine Angst, weil manchmal Leute bekommen, oh, ich habe keine Atmung, hat Schock. Ne? Das ist ein Zustand, ein gutes Zustand. Ein Atmen durch andere Zugang, nicht nur Nase. Ne? Und ja, die Nasenatmung weniger, immer weniger, aber spüren wir Polenatmen, Akupunkturpunktatmen oder Bauchatmen. Wie Fötus atmen. Die Baby, ne, stehen im Mutters Bauch.
die atmen durch diesen Bauch, durch diesen Fötus, nicht durch die Nase. Ne? Kann sein auch, die Menschen Mingmen atmen. Ja, Mingmen atmen ist auch sehr toll. Wir haben eben über Nienqi gesprochen. Ne? Mingmen ist gegenüber von unserer Bauchnabe, ist Mitte von unseren beiden Nieren. Ja. Das Mingmen bedeutet Lebenstor, das Tor des Lebens. Dann können wir verstehen, wie wichtig dieser Punkt ist. Ne? Wir jede brauchen Nieren, wir brauchen Nieren zu verstärken. Wenn Mingmen-Punkte öffnen, dann die Energie direkt zu beiden Nieren kommen. Stimmt? Das ist der kurze Weg. Ja, weil Mingmen hat dieser Punkt hat eine enge Verbindung mit beiden Nieren. Ja, heute wir machen für die Bici nur einmal probieren, richtig Kurs sollen wir, ich denke, dieses Jahr haben wir noch einmal diesen Bici-Kurs, chemische Atmung-Kurs. Dann lernen wir bei diesem Kurs, dann kommt Universum-Energie, diese Mingmen-Punkte zu öffnen. Weil viele jetzige Menschen, Mingmen-Punkte ist zu so klein geöffnet. Deswegen, wir können nicht so viel Energie durch Mingmen-Punkte bekommen. Ne? Bei diesem Kurs, dann kommt Universum, Energie, die Mingmen-Punkte so vergrößern, zu öffnen, damit mehr Energie durch Mingmen-Punkte reinkommen, direkt bei den Nieren. Na, das ist der kurze Weg. Ja? Gut, wir machen wir jetzt eine Probieren für die Bici, ja. Danach spüren auch manchmal Leute auch Fußsohlen atmen, ne? Und, oder Beihui atmen, Kehlkopf atmen, ja. Viele verschiedene oder Polo atmen, ne? Das ist ein sehr wunderschönes Gefühl. So. Bei dieser Bici, weil die Atmung ist sehr eng mit der Herzfunktion zu tun. Dass diese Übung auch für die Menschen Herzfunktion schwach Leute oder Probleme haben, gut zu heilen. Ja, gut.